Ja, ich darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen zu meinem ersten Vortrag heute hier. Und gleich einmal eine Kurzpräsentation. Früher macht man immer Lebensläufe etwas komplexer. Ich mache es ganz einfach über die Zeitachse. Da sieht man, wo man herkommt. Und das ist schon wichtig, erstens für heute und zweitens für IoT. Man sieht nämlich, ich komme aus der Physik. Und als Experimentalphysiker hat man eigentlich IoT erfunden. Wir haben es nicht gewusst, dass wir es erfunden haben. Und später sind wir draufgekommen, aha, das ist eigentlich das, was wir seit 40 Jahren tun, nur ein bisschen anders in der Größe und ein bisschen anders in der Art und Weise und vor allem, was damit alles machbar wird. Und das wird auch eines der wichtigsten Dinge sein, die hier auch bereits draufstehen im Zentrum um Security. Das ist mein Hauptthema seit 30 Jahren. Und das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, wenn man über IoT redet. Das werde ich im Anschluss daran Ihnen auch etwas näher bringen. Und der letzte Teil meines Vortrags wird sich dann ganz kurz damit beschäftigen, gibt es da Standards, gibt es da Normen, kann Österreich da überhaupt was bewegen als kleines Land? Das werde ich am Schluss dann kurz noch erwähnen. Beginnen wir also mit der Geschichte. Und die Geschichte ist nicht ganz jung in diesem Bereich, wie schon erwähnt. Was war am Anfang? Da gab es irgend so nette Physiker, die irgendeine Theorie hatten. Theorien muss man, damit man sie wirklich auch sinnvoll vertreten kann, muss man in irgendeiner Form verifizieren. Also aus dem Theoretiker, der große Formeln baut, kommen dann die armen Experimentalphysiker und müssen seine Theorie in einer Form bauen, dass man damit was beweisen kann, dass die Theorie auch stimmt. Also das heißt, die Verifikation und Theorie und zwei Dinge sind schon einmal interessant, die wir uns gleich merken wollen. Das eine ist die Intelligenz, dass da einer was macht mit dem Experiment und das zweite, da oben ein Sensor. Ich muss ein Experiment was herausbekommen, ein Ergebnis, um meine Dinge zu verifizieren. Naja, das ist lieb und nett, aber anstrengend, wenn ich das immer selber mache. Also hat man gesagt, gut, ich baue das Ganze automatisch. Ich mache einen Regelkreis. Also etwas, was im Kreis herum reagiert und mir die Arbeit abnimmt, auf irgendwelchen Drehgeräten, auf Potentiometer, wie man das nennen mag, etwas einzustellen. Und am Schluss wird das Ganze halt abgearbeitet und am Schluss kommt man drauf, aha, Theorie war richtig oder falsch. Und da sehen wir die vier Begriffe, die ganz, ganz wesentlich sind. Schon erwähnt die Intelligenz, der Sensor und ich muss auch irgendwas Aktives tun, das nennt man einen Aktor. Also diese drei Dinge sind einmal die wesentlichsten für diese Geschichte gewesen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der noch fehlt. Einsam, weise, sterben. Das wäre hier die Antwort. Ich muss mein Wissen teilen. Ich muss es verbreitern und ich muss mich vernetzen. Das heißt, der nächste Schritt dann, die Resultate müssen ausgetauscht werden. Ich muss in die Umwelt kommen. Und diese Geschichte mit der Kommunikation ist also dann der nächste Schritt in irgendeiner Form, das nächste Vokabel, das dazukommt. Und wir haben die vier Begriffe, die jetzt eigentlich vor 40 Jahren in der Experimentalphysik Standard wurden, erfunden wurden, nicht nur von uns in Wien, natürlich, es war CERN und überall die Geschichte. Das heißt, wir haben uns vernetzt mit der Schweiz, wir haben mit CERN eine Verbindung aufgebaut. Damals gab es noch nicht in Österreich das Internet, das war noch das ARPANET drüben in Amerika und wenn man ins Internet wollte, musste man sich mit anderen Datenvernetzungsschritten an die Wolke heranbewegen. Das war X25. Und jetzt sehen wir noch einmal die Begriffe zusammengefasst. Wir hatten damals bereits eine Intelligenz, war etwas größer da links, das war die PDB-11. Also so ein Ding war ziemlich wirklich ein großer Kasten, den man programmieren musste. Damals meistens noch in Assembler und Fortran. War eine mühsame Geschichte. Nicht so elegant wie heute, dass man irgendwelche Scripts aufruft und das vollautomatisch über irgendeinen Generator erzeugt wird. Man hat auch hier bitweise mit der Mäuseklaviatur oft noch 16 Bits eingetippt, war alles da. Steinzeit, aber 40 Jahre her. Das zweite war die Schnittstellenanbindung, damit ich meine Sensoren und Aktoren bedienen kann. Ein serielles Interface habe ich da oben abgebildet, das war so groß. Das ist heute nicht einmal erkennbar, wo diese Schnittstellentechnologie. Sensoren verschiedenster Art und Weise, als Fühler ausgebaut. Und dann Aktoren, also irgendwas Aktives muss ich tun. Und dieses Aktive waren halt Relais oder Schrittmotoren.
Ja, und wenn man das Ganze jetzt in dieser Form sozusagen betrachtet und in die Vergleichsschiene noch einmal weitergeht, was hat man für Sensoren gehabt? Wieder ein Vergleich aus der Geschichte. Was war 1969? Sie wissen es. Da war der unser Weltraumfahrer, der Feedback, 9 Jahre, wie ich heute im Radio gehört habe. Und er war live bei der Mondlandung dabei. Ich auch. Also nicht oben, sondern herunten. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Und damals wurde da oben das sogenannte LLR installiert. Das ging an der Öffentlichkeit völlig vorbei, klarerweise, weil das niemand interessiert hat. Da wurde ein Spiegel oben montiert. Und der Spiegel am Mond wurde montiert und von der Erde mit einem Laser angeschossen, um den Abstand vom Mond zu messen. Naja, wenn man da ein paar Jährchen weitergeht, 2010 hat es begonnen, dass die Autos Abstandswarner bekommen haben. Also das heißt, eigentlich von der Idee her ist es ein bisschen anders in der Dimension, anders in der Technologie, aber das Prinzip des Abstandsmessens kommt wieder vor. Und wir werden heute dann auch hinten dann sehen, dass es andere Sensoren gibt für völlig andere Technologien. Und das Ganze natürlich auch wiederum in einen Regelkreis gebracht. Man sieht rechts die Fortsetzung. Das ist das sogenannte ADR oder automatische Distanzregelungssystem, was heutzutage in den guten mittleren Klasse Autos standardmäßig drinnen ist. Das heißt, eigentlich von der Idee her hat sich gar nicht so viel entwickelt, außer dass die Prinzipien dahinter halt sich modernisiert haben. Und jetzt vielleicht ein kleines Beispiel. Auch wir haben das damals gemacht, die Regelkreise. Da kam damals ein Physiker zu mir und gesagt, mein Gott, ich sitze da nächtelang und muss 2 Platten parallel halten. Auf Nanometer. Wenn einer weiß, was Nanometer ist, 10 hoch minus 9 Meter, ist sehr, sehr klein. Und das geht nur mit entsprechender Technik, mit Drehen am Potentiometer, schauen am Oszill, wie Kurven ausschaut. Das ist eine mühsame Arbeit, das parallel halten fürs Experiment. Dann hat er gesagt, ob ich ihm nicht helfen kann. Ich habe gesagt, kein Problem, kann man machen. Für physikalisch Interessierte, man nennt das Piezo-Technik, Piezo-Stacks, ich kann mit Spannungen wirklich ganz kleine Kristalle ganz klein bewegen. War sehr nett. Hat klasse funktioniert. Dann hat er mich gefragt, na, das ist toll, wie schnell kann man denn das machen? Hat er gesagt, naja, ich Tage, Nacht, Nächte lang gesessen, so schnell du kannst. Auf deine Verantwortung. Computer gesagt, mach so schnell du kannst. Was glauben Sie, was passiert ist? Die Kristalle sind zerbröselt. Das heißt also, viel Erfahrung müssen wir natürlich auch mit neuen Messtechniken machen und das haben wir heute in der Gegenwart genauso. Wenn Sie heutzutage ein IoT-Device erfinden oder bauen ein neues, und dann müssen Sie erst einmal Erfahrungen sammeln, wie Sie diese Werte in das System bekommen, dass Sie richtig darauf reagieren und vielleicht das Ganze auch noch ein bisschen sicher betreiben von der Betriebssicherheit und der allgemeinen Security. Ich beginne schon ein bisschen in die Richtung zu planen. So, was haben wir also jetzt? Projizieren wir das auf eine kleine Definition. Was ist IoT? Im Prinzip ein Regelkreis, intelligent vernetzt. In irgendeiner Form ein Informationssammelsystem. Das sind so die typischen Dinge, wie man IoT nimmt, definiert. Und eigentlich kann man es auf diese 4 Begriffe herunterbrechen. Ein System, das aktiv eingreift, Sensoren hat, das intelligent ist, also eine Rechenleistung auf Werkzeug mitbringt. Da redet man natürlich heutzutage vom Raspberry und solchen Dingen, dass man da in der Richtung operiert. Und dann nicht die Vernetzung ist nicht nur alt vernetzt, sondern neu vernetzt, nämlich Internet. Frage, ja? Über Internet wird aber nicht der Regelkreis, sondern nur die Information über das Ergebnis. Richtig, das System an sich ist autonom. Natürlich. Für die IoT-Systeme selbst, das heißt, wo was geregelt wird, wo die Aktoren und Sensoren drin sind, brauche ich das Internet selbst nicht. Das ist richtig. Das ist muss aber nicht so sein. Ja, muss nicht so sein. Das ist genau, darum habe ich es gegenübergestellt. Vom Regelkreis zum IoT. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt an, ohne Beschränkung der Allgemeinheit BMW sagen, der hat also eine 40, 50 CPUs da drinnen, die nicht mit Bayern reden. Allerdings, wenn Sie gewisse Dinge austauschen, redet schon etwas intern und dann nach draußen. Und wenn Sie einen Sitz einstellen auf sich, dass der weiß, wer Sie sind und Sie richtig einstellt, ist ein Regelkreis. Da braucht er natürlich nicht wissen im Internet, wer da jetzt sitzt. Der holt sich nicht die Information vom nächsten Dieb, der einsteigt, das Auto klaut und das Auto weiß, wie der Sitz sein muss. Das wäre natürlich dann die Fortsetzung der Hackerwelt, wenn auch die Diebe bereits erkannt werden. Gut, ja, da kommen wir natürlich jetzt, was wesentlich jetzt ist im IoT-Device, ist auf wesentlich die Verkleinerung, definiert natürlich auch durch die Technologie, dass die preislich günstig kleine Dinge bauen.
Die Interface-Vielfalt, das heißt, was kann ich alles an Umgebungswerten erkennen und steuern. Dann die Intelligenz auf der Seite, da sind wir noch im Argen. Das muss ich ganz offen sagen, und da werden wir auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren große Probleme kriegen, denn rein theoretisch sollte ein IoT, das im Netz hängt, eigentlich eine Firewall haben. Und da haben wir natürlich genau das Problem jetzt, wir wollen klein werden, schnell am Markt kommen, und die Intelligenz reicht aber nicht aus, dass ich da wirklich eine Firewall aufsetze. Also ein ganz wichtiger Punkt, wo wir schon sehen, wo wir zwar ständig unterwegs sind, wo aber de facto noch der Haken dahinter ist. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Connectivity. Man sagt zwar, man hat so ziemlich überall eine, aber die ist ja doch nicht so gegeben. Also wenn Sie speziell im Waldviertel unterwegs sind, brauchen Sie die richtige Anbindung mit dem richtigen Provider. Also das heißt, das überall ist noch wirklich nicht realisiert. Und das kann natürlich von einem System auch zu Problemen führen. Wenn es, ich meine, ich als Beispiel nur, wenn das Auto weiß, wo es fährt, okay, GPS geht, und dann weiß er nicht, wie ist der Plan, der gehört gerade aktualisiert und mitten drunter passiert was. Die größten Probleme sind immer die Updates, wenn die unterbrochen werden. Da kann es immer zu Schwierigkeiten bei Devices kommen. Also wir wissen das zum Beispiel auch bei diesen Fernsehgeräten, die de facto ja auch schon IoT sind. Wenn der ein Update fährt in der Firmware und ich schalte ihn aus, ist er kaputt. Also solche Dinge muss man aufpassen, dass das auch, tut man normal nicht, weil der Strom wird nicht gerade ausfallen, wenn ein Firmware-Update fährt, aber beim Netz kann das durchaus passieren. Und dann sieht man halt wieder auf einem Bahnhof irgendeine Anzeige von einer Windows-Fehlermeldung, weil halt irgendwo was daneben gegangen ist. Also wie gesagt, das sind eigentlich die Kernpunkte der IoT-Thematik. Und wenn man jetzt noch weitergeht, haben wir natürlich einen Punkt, der ganz interessant wird, nämlich die Cloud. Weil, wenn ich im Internet viel unterwegs bin, wird der Cloud-Thematik-Gedanke wieder kommen. Wo kommen die Daten hin? Warum ich das hier hineinbringe? Weil in Deutschland wird bereits eine Secure IoT Cloud ventiliert, gesteuert von BSI. Also die wollen versuchen, da wirklich von der Art die Security dorthin zu bringen, weil das Device ja selber nicht kann. Also schauen wir, dass wir dieses kleine IoT möglichst elegant, der VPN wäre nicht schlecht, in die Cloud bringen und dort die Security abwickeln. Also das ist ein guter Ansatz. Gleichzeitig ist dieser Ansatz natürlich auch wahnsinnig lästig. Denn Sie wissen vielleicht noch nicht, aber ich sage es Ihnen jetzt, Sie haben 20 Milliarden IoT-Devices derzeit. 20 Milliarden. Und wenn ich jetzt sage, vor 3 Tagen, auf das komme ich dann gleich noch, war ein Angriff, der schlimmste Angriff aller Zeiten, wo die IoT-Devices verwendet wurden, um Angriffe zu starten. Das Beispiel komme ich noch. War vor 3 Tagen, habe ich gestern bei einem Vortrag präsentiert. Kommt gleich die Folie. Heute in der Früh war der nächste Angriff doppelt so stark. Da waren 2 Millionen Devices beteiligt. Eigentlich schwach bei 20 Milliarden. Also das kann man sich vorstellen, was auf uns zukommt. Also das zum Thema Cloud. Einerseits kann ich es verwenden, um sicher zu werden. Andererseits kommen Risiken zustande. Und natürlich ein wichtiger Punkt, wie man dann sieht, ist auch die Frage Big Data. Die Dinge sammeln ja Daten. Wer kriegt die Daten? Wohin kommen die Daten? Wem gehören die Daten? 3 Vokabeln, die wir jetzt nicht ausführlich diskutieren werden, aber sicher in anderen Digitalks, die wir mit der Digital Society machen werden. Weil das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Nicht nur Datenschutz, sondern auch Eigentumsfrage. Wem gehören sie? Und vor allem sind das ja internationale Themen, die nicht national geregelt werden können. Ja, und da haben wir natürlich die Frage, die wir vorhin gesehen haben, die Regelkreise werden natürlich nicht alle kommunizieren, daher wird das Ganze eher zu einem intelligenten System aus mehreren Elementen, die dann entweder nur hier kommunizieren oder auch einzelne nach draußen kommunizieren. Also es kann durchaus ein einzelnes Device auch irgendwo mal existieren, zum Beispiel eine Webcam. Das Wichtigste, was später kommt, eine Webcam. Und die sind in einer sehr großen Stückzahl derzeit weltweit unterwegs. Das heißt, was wir brauchen in Zukunft, eine wirkliche gemeinsame Strategie, wie ich mit den 3 Begriffen umgehe. Nämlich IoT auch mit Cloud und IoT mit Big Data. Und allein die Rechtslage ist absolut unklar. Also das sind noch so Dinge, die gerade im Instato Nascente sind, sagen die Physiker, die gerade im Entstehen sind. Und dann kommt es natürlich jetzt auf die Zielrichtungen an, wie wir heute schon vom
Herrn Ilsinger gehört haben, da wollen wir uns mit den Themen beschäftigen. Auf der einen Seite spielt es in der Handel-Logistik eine Rolle, klarerweise die IoTs. Am liebsten wäre es, wenn jedes Gerät, das Sie kaufen, intelligent wäre. Oder das kann man ja heutzutage durchaus realisieren. Beim Waschmittel wird es schwieriger. Was macht daher Amazon? Sie bauen ein kleines Device um 5 Euro, das picken Sie auf die Waschmaschine und wenn Sie am Knopf drücken, am nächsten Tag haben Sie das Omo vor der Tür stehen. Da will ich jetzt mich tief luftholend nicht über die Security äußern und auch nicht, warum es so geschieht, das sind dann auch Themen in der Diskussion. Schlagwort Amazon Dash, also das werden Sie vielleicht schon mal gehört haben. Also das spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Und da werden wir auch noch einige weitere Dinge sehen. Die ersten Schritte kommen ja jetzt in einen anderen Bereich noch, nämlich andere IoT-Devices, nämlich die Preisauszeichnung. Das waren bisher immer so gedruckte Barcode-Zeug, was immer. Jetzt gibt es schon kleine Displays auf E-Reader-Technologie, die wirklich auch intelligent genug sind, dass man es fernsteuern kann. Und da ist auch interessant, ich weiß nicht, wie ich in die Technik kurz einspringen darf, aber das Problem der bisherigen Lösung war, dass man die mit WLAN nicht anhängen konnte, weil die Akkus waren nach 3 Monaten leer. Warum? Weil das WLAN-Protokoll zu viel Saft braucht. Daraufhin hat eine deutsche Firma ein Protokoll entwickelt, das anders ist und jetzt können Sie 9 Jahre das Device mit einer Batterieknopfzelle betreiben und können auch schon rot und schwarz anzeigen am Display. Fix und fertig, wie ist die Auslieferung schon? Aber da sieht man, wie sich die IoTs entwickeln. Das ist ja auch ein kleines IoT-Ding, weil das kann ich von außen befüttern, kann schauen, was draufsteht und kann damit, hat es die Intelligenz, den richtigen Preis anzuzeigen. Ganz ein ganz IoT-Element. Das zum Handel. Produktion, da will ich also jetzt nicht sagen, warum wir da ein Problem haben im Ausland. Die verstehen das nicht, weil der deutsche Name Industrie 4.0 heißt dort Smart Factoring, das kennen die nicht bei uns. Das heißt hier, Industrie 4.0 ist ja nur die vierte Lebensetage sozusagen der Industrie, heißt eigentlich Smart Factoring und da dahinter haben wir auch viele IoT-Probleme, auf die ich kurz eingehen werde. Und ein ganz wichtiger Punkt, aber da gibt es eigene Seminarveranstaltungen dann auch von mir, Embedded Assisted Living, das heißt, was kann ich im älteren Bereich für Leute anbieten? Da geht es um Gesundheitsdaten, die ich über IoT sammeln kann, über Notrufsysteme, viele, viele Dinge. Da gibt es schon wirklich auch sehr viele Aktivitäten in dem Bereich. Also das ist der Privatbereich, denn gerade durch die Alterspyramide wird das eine sehr notwendige Sache sein, dass man dort auch mit IoT fahren wird. Ja, und kommen wir also zu der Geschichte, aber es ist noch lange nicht aus. Das geht schon ein bisschen jetzt in die Zukunft ganz kurz. Wir haben diese Geschichte hier vom Web hinunter bis zu IoT, aber es gibt bereits IoE. Das hat Cisco erfunden, den Begriff, wo man also eigentlich noch mehr machen müsste. Das heißt, wir sind erst am ersten Schritt der ganzen Generation der Entwicklung von IoT, dass man noch mehr die menschliche Aktivität mit einbindet. Und wesentlich ist, und das macht mir ein bisschen eben die Sorge auch aus der Security, weil wir sind nach dieser Hype-Geschichte bei Industrie 4.0, aber die Hacker sind schon bei 5.0. Das heißt, im Prinzip sind uns die eigentlich ein bisschen voraus, wie man auch sieht, wie die schnell reagieren können. Wir haben noch lange keine Sicherheitsaspekte bei IoT und die haben ihre Angriffsvarianten schon angepasst auf die IoT-Schiene. Und das ist also eine wesentliche Geschichte. Wo sind die Probleme? Das will ich auch kurz erwähnen. Probleme sind, da, wie ich es nenne, das Goldrausch-Theorem. Jeder versucht möglichst auf dem IoT-Markt Fuß zu fassen. Wir wissen, wie viele Startups es gibt. Wir wissen auch, oder es wird eher nicht so offiziell bekannt gegeben, wie viele davon auf der Strecke bleiben. Das heißt, wir müssen in der IoT können wir nicht es uns leisten, konkurrenzfähig zu sein und auch hohe Sicherheitsmaßstäbe gleichzeitig zu setzen. Das ist nicht einfach. Das motiviert einen Startup nicht unbedingt Security zu machen. Also das ist die Geschichte und wir gehen da, manche sagen schon, ich habe das schlecht geplant, das sind schon 50 Milliarden nach neuesten Prognosen 2020 an Devices. Darum nenne ich es Klondike, weil alle versuchen jetzt ihre Claims abzustecken und den Markt eben in den Griff zu bekommen. Ja, und dann natürlich genau jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, nämlich Security. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen, dass ich nicht zu weit überschreite. Ich frage jetzt einmal in die Runde, was ist der wesentliche Unterschied zwischen IP und IPv6? Bekomme ich von jedem die Antwort, der Adressbereich. In Wahrheit ist es die Sicherheit. Internet wurde unsecure designed. Weil es nicht notwendig war damals. Hat man nicht braucht bei den Bohrrechner. Es wurde unsecure designed. Und dann hat man nachgebaut mit IPv6
für Insider von Ihnen Schicht 3, IPsec. Und dieses Protokoll wurde mühsamst um Milliardeninvestitionen weltweit dem IP aufgepfropft in Form von Tunneltechnik. Also der Schaden ist in die Milliarden gegangen, ist niemandem aufgefallen, weil er sehr schön verteilt wurde, der Schaden. Und es hat betroffen 30 Jahre Entwicklung. Jetzt haben wir dasselbe Problem. Unsecure designte IoT, aber wir haben nur mehr 3-4 Jahre Zeit. Und haben nicht ein paar, sondern bereits jetzt 20 Milliarden draußen, die unsecure sind. Also das ist das Riesenproblem, was wir haben. Also dann habe ich da noch ein Zitat, das können Sie dann in den Unterlagen noch nachlesen, dass man also das als witzig gefunden hat, dass eine Waschmaschine irgendwas anstellen kann oder Eiskosten zu Bieralarm bestellt oder vielleicht zu viel Bier bestellt, ich kriege es nicht rein, wie auch immer, das klingt so vor Jahren noch als Illusion. Wo finden wir natürlich die Geschichten, und das sind also die Geschichte hier, Assistenzsysteme klarerweise im Krankenhausbereich, aber eben auch im älteren Bereich und vor allem, was mir wehtut, ist in den Webcams. Denn daraus resultiert, diese Folie habe ich gemacht, bevor die Angriffe waren, vor 3 Tagen, die sogenannten Thinkbots. Das habe ich schon vorhergesehen vor einem halben Jahr. Jetzt ist es passiert im Abstand von 3 Tagen in extrem starker Version. Wie funktioniert das? Im Prinzip aufgehackte IoT-Devices, vor allem Webcams, die weltweit in hunderttausender Form vorhanden sind. Und aus diesen wird dann ein Angriff gestartet, irgendwohin. Und diese Geschichte, wie gesagt, vor 3 Tagen, ist der Angriff hier messbar an dem Punkt 600 Gigabit pro Sekunde. 600 Gigabit pro Sekunde vor 3 Tagen. Getroffen hat witzigerweise einen harmlosen Staatsbürger, hätte ich beinahe gesagt, nämlich einen Security-Blogger. Ein Security-Blogger namens Krebs, Krebs schreibt er sich, englisch ausgesprochen, und der ist halt den Hackern auf die Nerven gegangen. Und ist er mit 600 Gigabit beschossen worden. Sein Provider hat ihn gekündigt. Die haben kapituliert. Und die einzige Rettung für ihn, das war witzig, kommt dann gleich. Und das ist der eine Punkt. Also das ist die DOS-Geschichte, die kaum zu verhindern ist. Und vor allem, kleinere haben keine Chance. Die Großen, die haben irgendwelche Cyber-Competence-Centers, die sich helfen können. Was macht der KMU? Also das war der Angriff. Kann man unten dann auch nachlesen, ist wer da dahinter steckt. Und ja, das Internet der Dinge ist schuld. Sicherheitskameras ist immer heise publiziert worden. Und das ist aber jetzt interessant, dass aus dieser Geschichte heraus bereits am 1. Juli sowas passiert ist. Man sieht 400 Gigabit pro Sekunde. Man sieht wirklich, Juli hat ein paar Monate gedauert, jetzt sind wir bei 600 gewesen, vor 3 Tagen. Und das Potenzial geschätzt für heute ist 1,5 Gigabit pro Sekunde. Terabit. Also wir sind da schon bei 1500 Gigabit pro Sekunde Angriffschance. Und jetzt kommt der Punkt, was ganz interessant ist, nur die Cloud kann uns gegen Cloud-Angriffe schützen. Denn es gibt einen Schutz. Der wird angeboten von Amazon, heißt Shield Service für Amazon Web Services. Und die haben den Krebs gerettet. Das heißt, man kann es gibt andere Lösungen natürlich auch noch, klarerweise von anderen Firmen, aber die haben ihnen das kostenlos angeboten und die bewerben das auch. Wenn du deine Dienste bei AWS machst, dann bieten wir dieses Shield Service an, weil dort, die haben die Bandbreite und die Technologie, das abzufangen, international. So wie auch Großkonzerne sich schützen können, kann sich natürlich Amazon schützen, muss sich schützen, und die Kleinen, die dort das Service haben, werden mitgeschützt. Aber wie gesagt, da können wir gerne dann diskutieren, machen andere auch. Es kommen auch neue Lösungen, das weiß ich. Also Microsoft bietet eine interessante Lösung jetzt demnächst an. Die wollen anders vorgehen, die wollen die CCs finden. CCs sind die Control Centers, die diese DDoS-Attacken starten. Und wollen diese CCs übernehmen und deaktivieren. Das ist ganz eine interessante Sache auf Datenschutzthematik. Wenn da eine False positiv kommt, möchte ich nicht das Ziel sein. Also das ist nicht so trivial, aber der Versuch wird gemacht, man muss das über in der Wurzel packen, nämlich die Control Centers killen. Aber ist ein schwieriges Thema. Ja, und damit komme ich dann zum Stuxnet-Syndrom, wie ich das nenne, was im Prinzip heißt, wie kann ich einen Angriff starten auf ein LAN, das perfekt gesichert ist? Na, ich nehme irgendein Element, dort war es ein Notebook, das von außen verseucht wird, physisch hineingetragen wird und angesteckt wird. Perfekt. Das kann ein USB sein, kann ein Notebook sein, kann ein IoT sein.
Also die Risiken in gesicherten Produktionsumgebungen besteht einfach in der Schwerabschottbarkeit des Systems in Wahrheit. Die Kleinigkeit, wie es ist, bei Rechenzentren kennt man das, kommt einer rein und möchte sein Handy aufladen. Na, wo lädt das auf? Am USB-Stecker. Uff. Wenigen ist es bewusst, was das bedeuten kann, wenn das Handy bösartig ist. In guten Rechenzentren, die zertifiziert sind, ist das klar. Ja, und das sind also die Schwierigkeiten, die wir haben. Also wenn wir jetzt ein komplexeres Netz betrachten, was da so alles gibt, da ist das Kernthema halt dieses Gerät, das hier vielleicht mit Tunnel, aber doch auch manchmal nicht, im freien Internet hängt. Da helfen die Schutzmechanismen dann auch nicht unbedingt, wenn ich nicht zusätzlich organisatorisch was mache. Und die Entwickler, das sehen wir ja, wo wir gelaufen sind, haben wir das einmal zusammengefasst, ist 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Und so hat es sich entwickelt, das sind die Begriffe, damit man die auch einmal hört. Also in der Industrie 4.0 haben wir unsere Problematik, dass dort natürlich sehr viele IoT-Dinge durchaus in den Regelkreisen, Produktionsstraßen überall drinnen sind und dann möglicherweise ein Servicetechniker ein Risiko darstellen kann, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, wir wissen aber, im Augenblick gibt es keine wirkliche Security-Schiene. Wir sagen immer Security by Obscurity. Man weiß nicht genau bei vielen Dingen, wie sie funktionieren. Darum greifen die Hacker im Augenblick auf Webcams zu. Ja, das ist bekannt, wie die ausschauen. Die werden ja zigtausendmal verkauft, da weiß man, wie sie sind. Bei Eigenentwicklungen, glaube ich, wenn wir es da hinten sehen, wird ein Hacker wohl kaum eine Chance haben, weil er gar nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Aber das ist nicht die richtige Security. Das ist Security by Obscurity. Ja, das heißt theoretisch, jetzt kann man die Wünsche, die ich auch versuchen werde, bei Normungsinstituten unterzubringen, wo ich da mitarbeite als Vereinsmitglied. Es muss sein, dass das IoT-System an und für sich sicher wird. Wie schon gesagt, das kostet, das geht nur über regulativer. Weil sonst kann ich ohne Zwang, wird das einer freiwillig nicht unbedingt tun. Vielleicht, wenn das Bundeskanzleramt einmal angegriffen wird, dass es dann vielleicht erkennt, dass was braucht. Aber im Prinzip, wenn kein Druck da ist, wird kein Druck entstehen. Man bräuchte also eine Security-Lösung am IoT-System. Das ist der Wunsch dahinter. Die zweite Schiene, die auch wichtig wäre, dass eigentlich alle Systeme geschickt, schon kryptisch richtig vorbereitet, nur an einen Konzentrator gehen können. Und nicht an beliebige. Dass es wirklich so vordefiniert wird, wie es zum Beispiel Samsung mit den Cloud Stations macht. Das sind Cloud Stations, die haben einen Chip drinnen, der kann nur mit einer VM. Sie können das ganze Gerät, schaut aus wie ein PC, ist aber keiner, können den so wie er ist klauen und wegwerfen. Weil der funktioniert nur mit einer Connections zu einer VM. Also das ist der wichtige Punkt. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema, da hatten wir schon einmal den Autofahrerclub da. Das Auto. Na, das ist eine nette Geschichte, ne? Das autonome Auto, da gibt es ja so viele Themenkreise von Rechtsfragen bis hin zur Technologie. Die Thematik ist echt interessant und es gab ja schon Angriffe, wissen wir, über ein Multimedia-System wurde ein Chip aufgehackt, in Amerika drüben vor über einem Jahr schon. Der hat sich ausgetauscht, seine Daten für seine Musikgeschichten und das war ein IoT, was nicht gesichert war und da sind die Hacker reinkommen. Kann man im Internet nachlesen. Und ein Punkt, der für mich jetzt persönlich sehr irritiert, wenn ich am Lenkrad nach rechts drehe und er sagt nein und fährt links. Weil das sind ja nicht mehr Spurstangen, die da durchgehen, sondern das sind Sensoren mit Aktoren. Weil sonst könnte das Auto ja nicht von selbst einparken. Und da habe ich gewisse Sorgen, wenn das Auto mal anderer Meinung ist als ich. Ich meine, im Augenblick ist immer noch der Mensch zwar im Vordergrund, aber das darf nicht zu stark automatisiert werden. Also das sind so die heiklen Themen. Also da viele dieser Sachen gibt es und da kommt natürlich dann die Frage auch, das IoT-Pickel habe ich getauft, wieso mache ich ein Pickel von dem Auto, der die Bremsen prüft, aber er prüft nicht, ob er richtig bremst. Also ich bräuchte eigentlich eine Überprüfung, dass das autonome Auto auch als solches funktioniert und sicher fährt. Wer hat sonst die Verantwortung? Der Hersteller? Der Fahrer? Na, das wird spannend. Also da kommen viele Dinge auf uns zu. Nächster Punkt, der interessant ist, ich nenne es einmal in den Raum hineingestellt, die intelligente Bildschirmverwaltung, Smart-TVs. Wer von Ihnen hat keinen Smart-TV zu Hause?
Na, einige wenige, aber die werden auch langsam weniger werden. Weil sie kriegen gar kein anderes Fernsehgerät, das nicht intelligent ist. Ob sie es dann auch nicht nutzen, ist ein anderes Thema. Aber im Prinzip, jedes moderne Fernsehgerät ist ein vollwertiger Computer mit allem drum und dran, ist ein IoT. Und dann kommt natürlich jetzt eine Kamera, die vielleicht ungewollt von LG aufgemacht wird. Was ja schon einmal durch die Presse gegangen ist. Und natürlich mein Lieblingsthema, unser schöner kleiner Dash, den man kriegt um 10 Euro zu kaufen, dabei kann man das kaufen auch für eigene Zwecke, wo dann so wunderschön drinnen steht, dass man durch Klicks Aktivitäten in der Cloud auslösen kann. Na, das tut ja weh. Obwohl es natürlich schön ist, wenn man es machen kann, praktisch. Wir hatten so einen Fall einmal bei einer, das war in Schönbrunn, der wollte unten, ist ein Empfang gewesen für seine Vorführungen und oben ist die Schlange gestanden. Dann sind sie alle runtergegangen und festgestellt, ich kann immer, müssen wieder raufgehen. Wollten oben einblenden, kommt die nächste Vorstellung. Mit einem Knopf. Nein, wir haben hier einen Raspberry gemacht. Auch, das war eigentlich auch eine IoT-Lösung, aber der war so direkt am PC angeschlossen, dass es nicht über Internet gegangen ist. Sonst könnte irgendjemand sagen, jetzt reserviere ich mir die ganze Vorstellung für mich alleine. Also diese Dinge sind natürlich interessant und heikel. Ja, und da kommen natürlich dann zu vielen Fragen, die hier kommen. Der physische Zugriff. Wir wissen in der Security, wenn ein physischer Zugriff gewährleistet ist, gibt es keine Security mehr. Das ist eine altgoldene Regel von der Security. Wenn ich physisch hin kann, ist das schon obsolet. Der Zugriff ist schon einmal das Risiko bei IoT. Schlimmstenfalls tausche ich das Ding irgendwie. Physisch ist schlimm. Das ist immer ein großes Problem. Nächstes natürlich die Schnittstellen. Nicht alles offen haben, was man nicht braucht. Altbekannte Theorie. Nur das verwenden, was ich wirklich brauche, damit ich den anderen zugreifen kann. Vom Push zum Pull. Das heißt also in dem Sinn, dass man die Daten nur dann connectet, wenn ich es wirklich brauche und abschicken muss. Und immer die Richtung beachten. Dann die ganze Geschichte, Whitelist, die Verschlüsselung, soweit man kann. Ja, dann springe ich da jetzt ein bisschen drüber, weil wir sind eh schon am Ende angelangt. Die Risiken kommen immer noch durchs menschliche Versagen. Also ich stelle mir jetzt wirklich schön vor, wenn der so einen Dash-Button auf der Waschmaschine hat und ein Baby sitzt davor und macht 50 Mal das. Was das dann bedeutet, ist spannend. Eine Frage dazu. Ja. Diese Buttons gehen nicht direkt ins Internet, die gehen über Smartphones. Die gehen über irgendeinen Router, natürlich, das ist schon klar. Aber absolut richtig in der Theorie. Absolut richtig. Nur glaube ich nicht, dass das die normalen Benutzer so einfach tun. Ja, das war ja nur ein Scherz. War nur ein Scherz, ja. Wird keiner machen normal. Ja, und dann ein wichtiger Punkt noch, Normen. Interessant, es gibt bereits zwei Normen über die Telemetriegeschichte und über die Strukturen, die sind schon fertig. Und die anderen sind in Planung. Und da gibt es natürlich so ein ganz heikles da, das UPnP, also diese vollautomatische Device-Erkennung, die wird natürlich dann ganz interessant. Da wird der Bürger noch mehr entmündigt und soll noch weniger wissen müssen zum Thema Router, den kann ich als Firewall und so weiter, damit der Dash nicht rausgeht. Also da weiß ich nicht, wie viele Dashs auf der Welt so installiert sind, dass die Firewall blockt, wenn es nicht richtig ist. Und aus dem Grund, also wie gesagt, vertrete ich auch aus, als Verein bin ich dabei, bei der Delegation der WG10, das ist die Working Group bei der ISO, die sich weltweit mit der Sicherheit von IoT beschäftigt. Und da versuchen wir also auch aus Österreich ein bisschen was zu tun. Gut, damit komme ich zum Ende. Und was die Normen-Thematik jetzt am Schluss betrifft, keine Angst haben vor Normen. Das, was drinsteht, ist wichtig. Keine Angst haben, dass man jetzt 60 Seiten hat, die man lesen muss. Sondern das Wesentliche bringen wir in unseren Digitalks hinüber. Und damit darf ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und auf zwei Vereinsveranstaltungen gleich wieder hinweisen. Das eine ist dann die Vertiefung IoT Security, da geht es auch um die internen Strukturen, wo da Risiken bestehen können und allgemeine Einführung, wie arbeite ich sicher im Netz, dass sich der Mensch besser verhält im Netz und nicht es so einfach möglich wird, der Ausgangspunkt einer DDoS-Attacke zu werden. Danke. Es ist immer wieder spannend, die Profis zu erleben, 10:00 und er ist fertig. Es ist beeindruckend für einen Moderator, immer ganz toll. Den Dash-Button, den fand ich ja sehr interessant und sehr spannend. Das, glaube ich, vor ein paar Tagen war ja auch so in den Medien drinnen, dass es da
Probleme gibt, insofern, weil man da preislich, nämlich gebunden ist, ja, glaube ich, an Amazon. Ja, aber bei der ersten Geschäft kriegt man es gut geschrieben. Beim ersten Kauf? Ja. Okay. Na, aber was ich jetzt im Hinterkopf habe, ist die Problematik, dass man gar nicht mehr das günstigste Produkt kauft, sondern bei Amazon einfach das zu dem Preis, wo es gelistet ist. Und Amazon schaut natürlich drauf, dass es der Preis ist, der Amazon gut gefällt. Ja. Aber dass es halt dann plötzlich um 30% mehr kostet, ich glaube, das war die Analyse von den Konsumentenschützern, ist halt ja der Nachteil des Konsumenten. Also es ist nicht ganz unumstritten, dieser Dash-Button. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Gibt es irgendwas, was Sie noch wissen wollen? Übrigens, wegen der Aufnahme wäre es wichtig, dass bitte auch immer ins Mikrofon gesprochen wird, weil ich jetzt gerade so ganz unverschämt geduzt habe. Also bei uns bei der IoT Austria, die ganzen Veranstaltungen, wir sind sehr locker, sehr umgänglich, sehr kommunikativ. Wenn ich jemanden duzen sollte, bitte jetzt nicht als Unhöflichkeit missachten, sondern ich bin einfach so drinnen in den Duzen. Ich glaube, auch bei der Digital Society ist es auch durchaus üblich. Also im Zweifelsfall denke ich mal, zumindest jetzt von den Vereinsmitgliedern hier, ihr könnt uns, glaube ich, gerne alle duzen, wenn ich das mal so sagen darf jetzt. Bitte. Ja, ich wollte fragen, ob die Folien online verfügbar sind auf der Website der Digital Society. Da gebe ich weiter. Ja, wir werden alle Präsentationsfolien nachträglich zur Verfügung stellen. Danke. Für Mitglieder? Für Mitglieder auf jeden Fall und für Nicht-Mitglieder auch. Ja, man muss auch. War nur, man muss auch geschäftlich denken, auch ein bisschen. Danke für den Marketing-Hinweis. Eine Frage zu den Normen. Natürlich gibt es nicht nur österreichische und deutsche Normen, sondern es wird übernationale Normen geben. Aber zu welchem Wirtschaftsraum ist denn Europa näher? Zum amerikanischen oder zum asiatischen? Speziell was die Normung angeht. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar deswegen, weil ich bin selber draufgekommen, erst seit ich bei den Gremien dabei bin, dass jedes Land, ich hole ein bisschen aus, jedes Land bei der ISO eine Stimme hat. Also wenn bei einem Dokument die Amerikaner etwas ausbessern und die Australier und die Chinesen und die Österreicher sind dagegen, haben sie Pech gehabt. Obwohl, Chinesen sind es vielleicht. Also auch drei kleine Länder können sozusagen einen großen überstimmen. Das ist der eine Punkt. International ist die ISO natürlich weltumspannend. Und die Meetings sind auch um die Welt verteilt. Aber an und für sich sind die Normen getrieben natürlich von westlichen Gedankengut, sagen wir so. Also die Chinesen sind da weniger aktiv. Danke. Bei der ISO, vielleicht nochmal. Eine Frage noch zum Thema Internetanbindung. Mhm. Ich habe mehrmals in den Medien schon die Behauptung gehört, oder gelesen besser gesagt, dass Breitband-Internetausbau erforderlich ist, um überhaupt die IoT-Technik zu forcieren. Soviel ich weiß, gibt es nur ganz wenige Anwendungen, die überhaupt Breitband benötigen. Ich denke hier medizinische Anwendungen, vielleicht wissenschaftliche Anwendungen und Unterhaltungsanwendungen, irgendwelche Breitband-Videoanwendungen. Aber ich habe noch nie gehört, dass IoT-Devices sich untereinander per Videobreitband unterhalten. Was meinen Sie dazu? Das ist auch vollkommen richtig. Also mit der IoT hat das nichts zu tun. Weil allein die Devices haben ja auch nicht diese Kapazitäten selbst. Also um das geht es nicht. Es geht eher darum, erstens Backbone-Technik. Ohne Breitbandausbau kommt der Backbone nicht verbreitet hinunter und unsere Probleme sind eher die IoT-Devices, die konsumieren. Wenn irgendein Konzert in London stattfindet, haben doch einige am Handy einen Live-View drauf und dann geht die Bandbreite bis zum IoT herunter in die Knie. Also das muss man schon von der Breitbandseite richtig betrachten, wo der Traffic auftaucht. Das Auto selbst noch nicht, aber da könnte man vorstellen, dass man da viele Messwerte auch schicken könnte. Also allein die Geschichte der Frühwarnsysteme, die mit GPS sagen, wo ich mich gerade befinde, da kommen schon ganz schöne Daten zusammen. Aber das dauert. Es dauert, ja, das ist richtig. Aber Breitband braucht man eher für die Peaks und für die Backbones. Da braucht man es sicher. Ja, ich wollte was fragen, ja. Wie weit IoT auch im Intranet angewendet wird, sodass man also eine Abschottung zum eigentlichen Internet hat. Kann man vorstellen, dass das bei Factory ein Thema ist? Also die Antwort kann man ganz klar sagen. Die Firewalls werden immer intelligenter. Also gestern bei dem Vortrag hat wieder mal ohne Beschränkung der Allgemeinheit, weil nur vorher nicht dort war, Checkpoint kann es genauso. Also die gehen schon voll auf die Client-Devices los, auch was versuchsweise über die VPN-Technik an Konzentratoren anzubinden, im LAN. Also auch im LAN die Konzentratortechnik mit Tunnel.
weil man, wie gesagt, der Zugang zum Device ja manchmal noch ein Risiko ist, auch in Fabriken. Aber an und für sich, eine Fabrik an und für sich ist natürlich in sich gut geschützt. Sofern da nicht menschlich irgendwas passiert. Also der Menschfaktor, das ist auch etwas, was ich mal vereinsmäßig machen würde, aber nicht in diesem Bereich, sondern eher für den kommerziellen Bereich, ist ein Hauptthema von mir, Business Continuity Management. Das heißt, der Mensch selber ist der Faktor, der das Risiko hereinzieht. Wie steigere ich die Awareness, damit auch die Mitarbeiter bei der Benutzung von IoT keine Fehler machen. Denn das ist nämlich das Risiko dann in der Fabrik. Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe sehr viel mit Industrie 4.0 Projekten zu tun und innerhalb einer Maschine wird schon sehr viel Internettechnologie, IoT verwendet. Die Kenntnisse der Leute, die solche Anlagen planen oder diese Anlagen nachher realisieren in puncto IoT, IT, IP, Security ist größtenteils absolut nicht vorhanden. Dort wird eigentlich grob fahrlässig gehandelt. Ich habe selbst einen Fall erlebt, wo in einem Unternehmen jedes Mal, wenn eine Mitarbeiterin der Personalabteilung einen Druckjob gestartet hat, eine Maschine gestartet wurde. Das ist nicht witzig. Ja, genau. Das ist nicht witzig. Ja, in diesem Fall war es einfach großes Rätselraten gewesen, wieso geht das Ding immer an, wenn keiner draufdrückt, bis man dann irgendwann draufgekommen ist, jedes Mal, wenn die Maschine nicht am Firmennetz gehangen ist, ja, und es war erforderlich, dass sie am Firmennetz hängt, damit sie eben halt mit SAP-Daten austauschen kann, dann trat immer dieses Problem auf und wenn sie nicht am Netz war, dann trat das Problem nicht auf. Und dann hat man einfach bloß noch mal eine kleine Firewall davor gesetzt und das Thema war erledigt. Ja. Aber das ist vom Hersteller abgelehnt worden, weil das kostet ja nur Geld. Natürlich. Aber die Thematik ist ja nicht neu, wenn ich daran denke, Etagendrucker mit Intelligenz und dann wird die Platte getauscht, weil der Servicetechniker feststellt, da ist was kaputt. Also das ist auch ein IoT eigentlich, der Drucker. Und da sind natürlich in den Firmen gibt es viele solche Elemente, wo man eben auch erklären muss, wie gehe ich damit um, weil die Buchhaltung hat nie etwas über Security gehört. Da muss man das erklären, Schlagwort Awareness. Und ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, weil das auch bei unseren Themen immer ein Kapitel ist. 30% des höheren Managements hat minimale Ahnung von Security, der Rest keine. Also ein ganz wichtiger Punkt, es geht von oben herunter. Auch im Heise haben vor kurzem wieder der Artikel über Yahoo, die Chefin von Yahoo, die definitiv nachweislich grob fahrlässig Security-Maßnahmen unterbunden hat, weil sie Geld gespart hat. Ich meine, es ging durch die Presse. Es gibt ja auch Minister in den Vereinigten Staaten, die halt private E-Mail-Accounts verwenden für Staaten. Das ist ein anderes Thema. Was ich noch ansprechen wollte, war eben insbesondere Etagendrucker, speziell in öffentlich zugänglichen Bereichen. Also im Prinzip, du gehst dann durch das Eingangsportal in das Firmenareal hinein. Wenn du da mal an einem Portier vorbeikommst, hast du direkten Zugang zu dem Netzwerkdrucker. Für jemanden, der irgendwelche Daten stehlen möchte, ist es kein großer Akt, innerhalb von 2 Minuten irgendein Sniffing-Device dazwischen zu schalten. Im Prinzip alle Daten, die dann an den Drucker gesendet werden, werden einfach mitgesnifft, wird dann unter Umständen schon über GSM oder UMTS irgendwo hin übertragen und die gesamten Firmendaten sind dann der Öffentlichkeit preisgegeben. Also das und bitte? Ja, also es sind so einfach Geschichten, das haben die wenigsten Leute so am Schirm, also die wenigsten Firmen. Also das, ich kann das nur unterstreichen, der physische Zugriff ist das Heißeste eigentlich. Und vielleicht ein Punkt noch, wenn wir gerade über diese Dinge reden. In diese Dinge bespreche ich alles in dem Seminar, auch das Thema zum Beispiel Handygeschichte. Da gab es vor wenigen Jahren einen Trend, jeder Chef braucht ein Blackberry. Das war ein Trend, braucht man unbedingt. Dann waren einige so gescheit, haben gefragt, haben einen eigenen Server aufgesetzt im LAN, damit das Ganze sicher ist, konnte man machen. Man konnte Blackberry sichern. Sehr schön. Wenn nicht, waren die Daten in Kanada und überall. Was ist passiert? In Frankreich gab es eine Gesetzesdefinition, es war strengstens verboten, im staatlichen Bereich Blackberry einzusetzen. Vor kurzem, Blackberry stellt das E-Handy-Bereich ein. Also manchmal korrigiert sich die Wirtschaft ein bisschen selber. Stefan, du wolltest noch was sagen? Ich halte mich zurück. Ich hätte noch ein anderes Beispiel. Eine Firma betreut, die Motoren herstellt.
Die haben ein komplett abgetrenntes Netzwerk gehabt, komplett weg vom Internet und haben auch nie Probleme damit gehabt, bis sie eines Tages doch die Produktion für eine Nacht stilllegen mussten und für den darauffolgenden halben Tag, weil ein Virus im System war. Und wie kann so etwas passieren, fragt man sich. Und sie sind dann draufgekommen, dass von diesen Roboterfirmen kommen Servicetechniker. Die haben ihr Notebook natürlich, das hängt im Internet, kommen rein und infizieren eigentlich Netzwerke, die komplett getrennt sind, nur bei den Wartungsarbeiten eigentlich. Konsequenz daraus war, alle Firmen, die im Prinzip dort bei den Robotern etwas zu tun haben, dürfen nur mehr eigene Geräte verwenden. Die kommen jetzt in ein Quarantänenetzwerk. In dem Quarantänenetzwerk wird das Gerät einmal überprüft, ob ein Virenschutz vorhanden ist. Wenn keiner vorhanden ist, wird einer sofort aufgespielt, das Gerät getestet und erst ab diesem Zeitpunkt kommen sie wirklich dann in das Netzwerk hinein. Also der wunde Punkt ist oft jetzt nicht das Internet oder die Internetverbindung, sondern... Es gibt keine gescheiten Policies dafür, um es auf die Norm zu bringen. Und ein letzter Punkt auch noch dazu, wenigstens kommt der Virenangriff gesichert in die Firma über VPN. Ja, aber das Problem ist ja wirklich, ich meine, ganz ehrlich, wenn man einen dicken, fetten Memory-Stick auf der Straße findet, man freut sich, wenn er 264 oder 256 GB Memory-Stick gefunden hat, was macht man? Natürlich steckt man es aus an, naja, ist ja menschlich. Ne? Und das Ganze ist ja eben bei einem Vorstand einer deutschen Großbank passiert. Und der war auch noch so ein richtiger autoritärer Vorstand, der wollte überall die vollen Admin-Zugänge haben, weil als Vorstand muss er natürlich überall mitreden können und wenn einmal was sein sollte, möchte er überall Zugriff haben und hat auch überall alle Schlüssel gehabt für alle Türen und so weiter und dementsprechend auch natürlich auch für die ganzen IT-Systeme. Ja, keine gescheite Idee. Naja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eh eine Punktlandung mit Viertel. Um halb geht's weiter.